c'è un segreto. Parte dal cuore, arriva in testa e poi esce dalle mani. Faccio il più bello lavoro del mondo, costruisco gondole. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bauforum 24 TV on Tour. Wir haben heute hier was ganz Besonderes. Es geht heute nicht um Baumaschinen, nein, es geht so in die Richtung Nutzfahrzeuge. Und wenn ihr mal hinter mir schaut, das ist der neue Crafter. Den habe ich euch ja schon vorgestellt. Ich war ja zuletzt in Almeria in Spanien, habe euch da einen Fahrbericht mitgebracht, den wir euch auch nochmal unten verlinken. So, und was macht VW, um das Fahrzeug so ein bisschen ins Gespräch zu bringen? Volkswagen hat die Crafter to Craftsman Tour initiiert. Das ist so eine Social Media Kampagne und da fährt man mit diesem Crafter, der tatsächlich jetzt hier live original hinter uns steht, quer durch Europa zu verschiedenen Handwerkern und zeigt da mal, was der Crafter kann und zeigt aber auch, was die Handwerker so drauf haben. Und zwar Meister ihres Faches in ganz verschiedenen Gebieten. Jetzt sind wir hier mitten in Venedig. Ich habe euch ja gesagt, hier kommst du mit dem Auto relativ schlecht hin. Das heißt, den Crafter musst du mal da draußen stehen lassen. Wir sind jetzt hier auf dem Wasserweg hier hingekommen und hinter mir seht ihr jetzt die Werkstatt von Roberto Tramontin. Wer ist Roberto? Roberto ist Gondelbauer, nämlich schon in vierter Generation. Seit 1884, da hat nämlich sein Urgroßvater angefangen, hier die Gondeln zu bauen. Und Roberto ist eine ganz große Nummer, denn Roberto gilt als der Gondelbauer Nummer 1 in Venedig. Und das schauen wir uns jetzt an. Nun, cominciato mio bisnonno nel 1884, 2 febbraio, proprio oggi. E io sono già 47 anni che sono qua. Di solito io vado sul posto, segheria, per scegliere l'albero. 8 tipi di legno e faccio fare le fette come interessa a me lo spessore. Poi viene trasportato col tir fino qui all'isola Tronchetto, poi con la gru viene messo su delle barche e poi qua fetta, una fetta alla volta a mano, piano piano si tira giù, è un lavoro molto pesante, lungo e pesante. Allora, hanno calcolato 350 ore, però non ho mai calcolato perché la fai nei tempi morti. Quando c'è un lavoro urgente lasci perdere la gondola nuova e lavori su barche che magari stanno andando a fondo o altri problemi. Ecco. La gondola va sempre dritta perché tende a andare sempre verso destra. Questa è la simmetria. A cosa serve? Serve per andare dritti con un remo solo. Mentre premendo si va a sinistra, c'è una contrapposizione di due forze e la barca va dritta. Allora, questa è la piella di mio nonno. In legno santo, legno che non galleggia. Vedi, proprio c'è il segno del il dito che ha consumato da tante volte che sta preso in mano sta piala, proprio il buco sul legno. 30-35 anni è la vita media di una gondola, dico di più di un matrimonio io. Con il sistema moderno, con il compensato marina, non ho esperienza perché è solo 10 anni che lavoro con questo sistema, ma sicuramente durerà molto, molto di più. La mia prima gondola l'ho fatta a 40 anni e dopo 24 anni di, diciamo, apprendistato. È difficile, non è una cosa che leggi su un libro che impari a scuola. Devi stare sul campo, pestarti le mani, farti male. Sono le mie creature, no? Figlie mie.
Jemand aus dem Team, der den Crafter bis hier hingefahren hat, ist Axel. Axel, grüß dich. André, hallo. Wie geht's? Gut, danke. Du bist einer der Fahrer, einer vom Team, die den Crafter hier, ihr seid fast 40.000 Kilometer jetzt unterwegs. 38.000 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Und wo wart ihr überall bisher? Wir haben begonnen mit Südeuropa, von Alicante sind wir, von Almeria sind wir dann rüber nach Marokko gefahren, nach Portugal, hoch, dann bis nach London. Da hat ein anderes Team den Wagen übernommen. Wir sind insgesamt drei Teams, die den Wagen bewegen. Die waren dann komplett in Großbritannien, sind dann hoch nach Skandinavien gefahren, haben den Weihnachtsmann besucht. War da relativ kalt wahrscheinlich? Was hattet ihr da für Temperaturen? In Marokko war es angenehm warm. Ja. Es waren um die 30 Grad. In Skandinavien waren es zweistellige Minusgrade. Also wir haben den Crafter schon durch wirklich verschiedene Temperaturzonen bewegt. Und es ist super. Und jetzt in Venedig bei schönem sonnigem Wetter? Ja, toll. Nein. Aber erzähl was zu dem Fahrzeug. Was hast du da für eine Konfiguration? Also, wir haben einen 2-Liter-Motor, 140 PS. Wir haben eine gute Ausstattung innen drin, ein Lederlenkrad, was beheizbar ist. Wir haben Sitzheizung und die Erfahrung, die wir alle, die ganzen Fahrer, die mit dem Crafter unterwegs sind, die wir gemacht haben, ist, dass der Wagen wahnsinnig gut fährt. Also die längste Strecke, die wir gemacht haben, waren fast 1100 Kilometer am Tag. Man steigt hinterher aus und hat das Gefühl, ich könnte noch was. Jetzt habe ich ja euch schon erzählt, als ich das erste Mal mit dem Crafter gefahren bin, dass ich die Assistenzsysteme echt super fand. Abstandstempomat, dieser Einparkassistent, dann dieser Flankenschutz. Habt ihr das alles drin in dem Fahrzeug? Habt ihr quasi volle Hütte? Ja, wir haben volle Hütte, weil wir haben Lane Assist, ja. Front Assist, was auf den langen Autobahnstrecken natürlich toll ist. Generell, privat bin ich gar nicht so ein Freund von so vielen Helfersystemen, aber das überzeugt total. Also es wäre zu viel gesagt, dass man während der Fahrt nach hinten gehen kann und die Assistenzsysteme würden das alles selber übernehmen, aber es ist einfach ein sehr sicheres Fahren. Jetzt fällt mir ja auch auf, ihr schreibt uns das ja auch in die Kommentare, ihr schreibt das ja auch bei uns im Forum immer, dass es viele gibt, die sagen, Nutzfahrzeug ist Nutzfahrzeug, Abstandstempomat und den ganzen Kram. Jetzt habe ich noch einen gelesen, der sagte, du brauchst doch kein Lederlenkrad in einem Kurierfahrzeug, das wird doch eh abgegriffen. Wie siehst du das? Meinst du, das ist der richtige Weg, dass man solche Assistenzsysteme in so einem Nutzfahrzeug anbietet? Also es gibt den Wagen ja nicht nur mit Lederlenkrad, es gibt auch unterschiedliche Lenkräder, also je nachdem, so wie der Handwerker sich den Wagen konfigurieren muss. Jetzt kann ich dich ja mal unter Brüdern fragen, was habt ihr so für einen Durchschnittsverbrauch gehabt auf eurer Tour mit dem Man kann Kollegen. Den Wagen, also wir haben einen Schaltgetriebe, ja. Man kann den Wagen unter 10 Litern fahren. Das heißt, so. Man kann? Man kann. Was habt ihr so, ich sag mal, im Normalschnitt? Wir sind jetzt auf Langzeit, 38.000 Kilometer sind wir 9,8 ungefähr. Aha. Wir haben aber alles dabei gehabt. Wir haben kleine Bergstraßen, in den Dolomiten sind wir gefahren, wo man viel schalten muss. Wir haben aber auch lange Autobahnstrecken und auf langen Autobahnstrecken ist der Verbrauch natürlich geringer. Irgendwelche Vorkommnisse in den 38.000 Kilometern? Also technischerseits überhaupt nichts. In Marokko viele Fahrradfahrer auf der Autobahn. Nee, wir hatten tatsächlich noch keine Vorkommnisse. Es ist besonders schön, wenn wir auch nachts gefahren sind. Das Licht ist super von dem Auto. Das hilft natürlich auch sehr. Also ich würde dir gerne was sagen, was passiert wäre. Es ist tatsächlich nichts passiert. Und wir haben echt Vertrauen zu dem Auto. Also würde ich sagen, ihr verlängert den Test auf 100.000 Kilometer. Ja, und dann treffen wir uns. Dann treffen wir uns nochmal. Aber vielleicht, wo es etwas wärmer ist? Ich würde vorschlagen, Spanien wieder. Da kennen wir uns Costa del Sol. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier nochmal auf den Kanälen von Venedig. Wir fahren hier so durch die kleinen Wasserstraßen mit unserem Wassertaxi. Wir sind schon wieder zurück auf dem Weg zum Flughafen. Ich hoffe, ihr fandet das interessant, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie so ein Gondelbauer arbeitet, auch wenn das jetzt mit Baumaschinen im engeren Sinne nichts zu tun hatte. Falls euch das interessiert, schreibt es uns in die Kommentare, gebt uns einen Daumen hoch, Abo dalassen. Und bis demnächst.